Was geht ab, YouTube? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf Samra X Bojan. Digga, ich habe richtig, richtig Bock auf diesen Song. Und guck mal, ich zeige euch kurz mein Instagram. Wir lassen das alles uncut. So. Ey, Bruder, reagier mal auf Samras neuen Song. Und was mache ich? Ich reagiere auf den neuen Song. Und der folgt mir nicht mal gar nichts, Bruder. Ihr braucht mir nicht mal folgen. Ihr könnt mir gerne per DM einfach schreiben, auf was ich reagieren soll. Ich versuche jeden Tag ein Video hochzuladen. Rap LaRue Reactions kommen auch auf jeden Fall. Die brauchen ein bisschen länger wegen. Die müssen so freigeschaltet werden. Die checken wir auch auf jeden Fall ab. Also, lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Wir gehen rein, Freunde. Folgt mir gerne auf anderen Socials. Aber jetzt ist time for the show. Warte, ich muss erstmal gucken. Produced This is YouTube. Der ist einfach der Produzent heißt This is YouTube. Robin Schmidt. Leo. Okay, also sind auf jeden Fall Namen, die ich noch nie gehört habe. Aber ist immer wichtig und wir gehen rein. Am Block chillen. Boah, ey, Digga, ich muss jetzt schon sagen, ne? Geile Location. Ich weiß nicht, ob das früh ist oder spät, aber guck mal, was für ein Himmel, Bruder. Oder allein was für ein Bild. Ey, das könnte man als Po. Bruder, ich schwöre, dieses Bild sieht so wunderschön aus. Digga, im Ernst? Das könnte man als Poster irgendwo hinhängen. Ich rauch die letzte Zigarette an der Haltestelle. Klappmesser in der Tasche für den Fall der Fälle. Schüsse aus dem Karavell. Boah, was für geile Edits. Katalea Cashflow. Deutsche Rapper singen bei dem Boy wie Donnie Brasco. Overdose. Oh, Bruder, was für eine Energie, was für ein Einstieg. Warte, ich lass das nochmal. Einmal, ich lass immer ab sofort so ein Part durchlaufen und danach sage ich was dazu. Stelle, geisteskranker Einstieg von Samra. Schüsse aus dem Karavelle, Katalea Cashflow. Deutsche Rapper singen bei dem Boy wie Donnie Brasco. Overdose, Bermuda Rose. 23 Zoll Felgen auf dem Breitreifen. Zick, sauer für den Fall, dass sie sich reinschleichen. Gangster sind mir auf den Fersen wie das Nike-Zeichen. Bruder, was für ein Einstieg. 30 Sekunden pure Energie. Nicht hier Blabla, Anfang hier aufbauen, dies, das, sondern direkt ins kalte Wasser. Und, Bruder, die Edits sind ja mal geisteskrank. Die Edits sind ja mal geisteskrank. Allein zum Beispiel das mit Polizei und so. Digga, wie clean ist das gemacht, Bruder? Wie clean. Ghetto-Kinder auf dem roten Teppich. 800 Euro Sneaker, aber Sohle dreckig. Die Eins in den Top-Charts, lade die Glocken nach. Habibi Rockstar, Snitch nicht im Podcast. Ghetto-Rap in Crochet frei. Schon wieder so ein geiler Edit, ne, Bruder. Props geht raus an Robin? Nein, warte, Master war Robin. Herz Aleo? Digga, was passiert hier? Und Gordienko. Geisteskranke Arbeit, Jungs. Der Beat ist heftig, Musikvideo ist heftig, die Artists scheinen wie Superstars. Top, top, top. Lade die Glocken nach, Habibi Rockstar, Snitch nicht im Podcast. Ghetto Rap in Crochet, Freiheit für Hisham, Scheine am Fließband, Whitey macht Beat an. Undercover Roadrunner, Gates Banco, Jadon Sancho, Gelber Lambo, Griselda Blanco. Und ich seh die blauen Lichter hier am Block. Ich hab unter meinem Kissen eine Glock. Und der Smog zieht in den siebten Stock. Wir sind Ghetto-Kids. Ghetto-Kids. Ghetto-Kids, alle machen Para, aber keiner hat einen Job. Hier sind Observation nonstop. Bist du in meinem Block, bist du unter Schock. Wir sind Ghetto-Kids. 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 Und ich muss auch sagen, die Hook hat richtig Oldschool-Vibes, meiner Meinung nach. Sorry, ich muss rübsen, ich hab hier gerade einen Döner, den ich nebenbei auf locker fetze. Und ich muss sagen, der Vibe ist auch geisteskrank geil. Ich finde, alles passt, Bruder. Alles harmoniert. Video ist geil. Die Lines, die Lyrik, worum es halt geht. Die Thematik, der Beat, diese Atmosphäre, die aufgebaut wird. Ist einfach, harmoniert einfach. Das passt einfach. Kurz Zündschnur, Sarajevo, 5 Uhr, 20 Mille wechseln den Besitzer durch einen Münzwurf. Geil. Ich seh den Teufel in der Feuerschale, weil ich Paranoia habe. Um 666 stelle ich Steuern zahle. Der Libanese mit der Straßenstimme, rote Augen, schwarze Brille, Hosen, Taschen, scharfe Klinge, Wagen ist eine halbe Mille, damals noch ein Sonnenkind. Heute Ghetto-Millionär, es war so vorbestimmt. Na, super. Ey, auch, ich denke, die wechseln sich jetzt nochmal jeweils einmal ab. Bruder, super geil, Alter. Auch die Lines, zum Beispiel, Wagen ist eine halbe Mille, damals ein Sonnenkind. So, weißt du, das ist so einfach Real Talk auch. Und dann denkt man auch als jemand, der vielleicht jetzt nicht einen Wagen fährt, der eine halbe Mille kostet, ey, guck mal, so weit, das ist der Weg, dorthin kann's gehen. Auch von der Straße rein in die Charts, weißt du, was ich meine? Ist gefickt, aber Para ist das
sofort die Form, mein Viertel, Brüder sitzen zwei Drittel. Ich bin immer noch der Junge mit der Brechstange, immer noch der Junge, der mit deiner Freundin Sex hatte. Lichterfelde, schöne Bergticken auf dem Sportplatz. Messerstecherei mitten in der Nordstadt. Ra, 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 wie eine Geldzählmaschine. Ich lass mich nicht unterdrücken, egal welche Familie. Und ich seh die blauen Lichter hier am Block. Ich hab und... Oder was ist das für ein... Was ich finde diese Übergänge, diese Transition so cool, ne? Also jetzt einmal kurz in langsamer Version. Ich hab unter meinem Kissen eine Glock. Und der Smoke zieht. Ist das danach oder davor? In den sieben Stock. Wir sind... Das war, glaube ich, davor, oder? Bin ich behindert? Hab ich das verpasst? Ne, hier. Digga, ich will das sehen. Ah, nein, hier. Hier. Das sieht so geil aus, ne? Das sieht wirklich so, so geil aus. Aber natürlich, in schneller ist das halt alles cleaner. Aber halt so für mich, ich wollte einfach nur wissen... Digga, das sieht so geil aus. Unter meinem Kissen eine Glock. Und der Smoke zieht in den sieben Stock. Wir sind Ghetto Kids. Ghetto Kids. Ghetto Kids. Alle machen Para, aber keiner hat einen Job. Hier sind Observationen nonstop. Bist du in meinem Block, bist du unter Schock. Wir sind Ghetto Kids. Ghetto Kids. Ghetto Kids. Ghetto Kids. That's the sound that I want to hear. Walk in the streets. Kept my mind on fame. That's the proper part of success. Every man for himself. Cut the lip. Hottest rap label of brand. You motherfuckers can't be us or see us. We are Ghetto Kids. Geil, super. Ey, Digga, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video geht. Aber geisteskranker Release. Likes auf jeden Fall da. Digga, guck mal, wie komisch. Ich bin 9997. Like. Und Freunde, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Wir werden auf jeden Fall öfters auf die Wünsche von euch eingehen. Wenn ihr mir einfach bei Instagram DM schreibt oder in die Kommentare schreibt, ey, reagier darauf, dann mache ich das. Außer... Die Art zu sperren, das dann kann man halt nichts machen. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ich küsse eure Herzen. Rap La Rue Reactions werden auch noch kommen. Danke fürs Support. Kuss.